So, willkommen zurück. Eben eine kleine Verschnaufpause gehabt. Ja. Wir haben ja leider einen verloren. Das ist sehr, 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 sehr scheiße. Aber naja. Ja, damit haben wir hat ja keiner einen Schaden davon bekommen. Es sind glaube ich auch nur noch drei Aliens. Oh, daneben. Ja, super. Das da trifft natürlich auch wieder jeden, ey. Na, ich weiß ja nicht. So, der noch, sonst niemand. 55, 55er Chance. Jo. Das war ja schwach. Versuche erstmal das gefährlichere Wesen zu töten. Ja, was hat der? Der schießt. Ja, der hat daneben geschossen, Alter. Gehst nach da. Kannst nichts mehr machen. Sie kann nur noch auf den. Aber trifft natürlich nicht. Er soll da aufpassen. Er soll sich besser. Eine bessere Deckung und besseres Schussfeld suchen. Ja. Ach, der sitzt dahinter. Ich hab das offen, weißt du, will mein? Ist nicht so. Du solltest dahin gehen. Und den haust du jetzt aber weg. Ja. Und sie holt jetzt das letzte Alien weg. Wir haben zurzeit zu viele Verluste, was nicht so schön ist. Ja, das war natürlich auch wieder schlau. Wir können auch gleich wieder neue Rekruten ausbilden, davon mal ab, aber. Ich will halt nicht immer Unerfahrene ins Feld führen. Oh, da sind ja noch zwei. Ich hab gedacht, das ist, sind ja weg. Was machen die da eigentlich mit? Eine bessere Deckung. Nachladen. Du kannst wieder schießen. 45er Chance. Hau den Alien weg. Ah. Komisch. Das müsstest du weghauen. Sehr schön. Du suchst dir wieder mal ein neues Plätzchen.
und heilst dich. Ja. Voll daneben. Alter, wie gut der ist, ey. 11 Treffer, also 11. Ach, da hinten ist ja noch einer. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Also Scharfschützen sind ja geil, ne? Da geht ja gar nichts dran. Aber ich fand den mit dem Links auch sehr gut. Was ist los? Panik in. Ah ja, ich hätte die früher helfen müssen. So ein Scheiß, aber ich mache meine Sache immer ausgezeichnet. Also können die mich gar nichts, so wirklich. Würde ich einfach mal behaupten. Der. Ja, das ist scheiße, dass der. Kontakt, Commander. Ich habe jetzt kein Geld dafür. Commander, leider hat sich ein Mitglied entschieden, die Beteiligung am XCOM-Projekt aufzugeben. Ja, da kann ich nicht. Auch wenn wir den Verlust der Unterstützung bedauern, stehen die verbleibenden Ratsmitglieder weiter hinter dem XCOM-Projekt. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja klar, gibt es. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. So, aber ich will jetzt nochmal einen Satelliten bauen. Oder direkt zwei. Ne, einer reicht. Ich will gleich meine Truppen nochmal mit besseren Waffen ausrüsten. Da könnte ich doch. Ja, nee, will ich gar nicht. Nee, lass. Nein, ach man, was mache ich denn? Bin ich doof? Da will ich hin. Da will ich mal zwei von bauen. Cool.
brauchen wir nochmal einen Aufzug. Das können wir alles bauen, müssen nur immer. Und das will ich auch nochmal ausheben. Ja, was wollte ich denn eigentlich noch? Ach ja, ich würde hier gerne mal so ein Ding haben. Gucken, was das ist. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Das ist sehr gut. Oh ja. Schwerer Laser. Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Da will ich gar nicht hin. Hallo? Ich bin dahin und den schweren Laser bauen. Nee, so viel will ich gar nicht ausgeben. 2 von allen Sachen. 2. So. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Ja, ich würde die ja gerne unterstützen. Nur das Problem ist, es ist, geht ja eben nicht. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Überall. Dann gehe ich dahin. Um. Eben halt meine USA zu schützen. Ich will alles mit Laser ausrüsten, was es so an auszurüstenden Sachen gibt. Den werde ich aber nicht als Medic machen. Der geht als Schutz. Bearbeiten. Medic. In eins. Jetzt werde ich die alle Agents in Arsch treten. So, fast alle haben Laserwaffen, bis auf der eine Scharfschütze. Ja, die muss ich eben noch mal. Transporter ist eingetroffen. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Ja, Alter. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem Großstädtchen. Das ist sehr schön. Wir müssen da runter und alle Fahrer das werden wir auch tun. Alter, Leute, Alter, es macht gerade so viel Spaß. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das so dauert, bis man das durchgespielt hat. Sicherlich ein paar Stunden. Es wird wohl mein längstes Let's Play werden.
macht ja nix. Ne, Leute, ihr habt ja Interesse, hoffe ich. Macht ja hoffentlich für euch Spaß. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Dann gehst du mal scouten. Hier drüben ist was. Oh. Ja. Von unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Dafür haben wir schöne Laserwaffen. Ja, bin ich jetzt langsam dran oder dauert das noch vier oder fünf Stunden, bis die Aliens mal fertig sind, diese fetten Kolosse? Jetzt ist ja nur noch ein Alien da. Der schießt auf den, wette ich. Hä? Ja. Evakuieren! Wir brauchen eine Notevakuierung! Jetzt! Verdammt sofort! Da gehe ich mit dem lieber in Deckung. Ganz ehrlich, es lohnt sich nicht für mich, da Risiko mit denen einzugehen. Ich bin hier jetzt mal so frei und schieß mal eine Rakete auf den. Nur 6 verfickte Treffer gemacht. Nee. Dahin. Und Medic spielen. Nein, das war ganz, ganz verkackt. 65. Stirb. Yo, keine Treffer. Wie willst du mich verarschen? Du gehst auch mal nach da hinten in Deckung. Verarschen. Und jetzt kommen auch noch die.
Ach, deswegen ist das sehr schwer. Naja, wenn man die erstmal erledigt hat, ist das auch. Ja, der muss da weg. Er muss da. Ja. Der muss da weg, Mann. Ich kann halt zufällig da eine Granate hinwerfen. Nee. Das geht auch nicht. Sowas kann. Er kann vieren. Kann nur auf die schießen. Ausprobieren. Kein Treffer. So ein Scheiß. Wird jetzt was getan oder wird jetzt nichts von denen getan? Es sind nur von den scheiß dicken Dinger noch zwei übrig. Und von uns haben wir einen leider gefallen. Das ist nicht so schön. Also wir sind noch dran. Dann gehst du nochmal, aber ich kann nirgendwo anders in Deckung. Ist ja der Mist. Geh ich da mal lieber hin. Das wusste ich, deswegen bin ich damit meine Leute wirklich gegangen. Ja, du sollst aber auch weg. Der ist nicht dein Ernst. Ja, kann aber auch nicht gut zielen. Die gehen da rein. Bin ich jetzt langsam mal dran. Hallo. Der muss da auch wieder weg. Keine, ich hab gleich, die zerschießen mir gleich meine komplette Deckung. Ist mir egal. Du gehst mal dahin. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. 55. Ausgeschaltet. Wo gehst du am besten in Deckung? Wo gehst mal da in Deckung? Aha, die treten den Rückzug an. Wieso treten die denn jetzt auf einmal? Die sind doch in Überzahl. Warum treten die denn den Rückzug an? Sind die bescheuert? Aber es stimmt wohl, dass die den Rückzug antreten. Die Dinger, die sind scheiße, muss ich sagen. Weil sie den treffen. Ja, der ist down. Leider. Nee, der ist nicht, noch nicht down. Ja, daneben. Mir geht's gut. Sie treten den Rückzug an. Ja, zum Offensive. Ja. Kein Treffer.
Der kann nirgends hin. Er geht dahin. Feuer. Und Medi spielen. Ja, das ist ganz. Die Aliens kriechen über meine Flanke. Liege unter Feuer. Boah, das war knapp. Muss der laufen, das macht aber nichts. Ich schmeiß da eh eine Granate rein. Der trifft ihn. Scheiße, der immer trifft immer. Ein Mist. Der muss nachladen, der tut's auch. Ja. 60%. 45. 45. 51. Er muss aber seine, was in der Nähe von ihm ist, töten. Aber ich mach die Granate in die Miste. Ein davon Mist. Granate raus. Ja. Und gute Öffnung dafür geschaffen. Okay. Könnte er vielleicht schon schießen? Nee, leider nicht.